Als in den 60er Jahren die ersten muslimischen Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, konnten wir 3%, eine Abiturientenquote von 3% feststellen. Jetzt sind wir bei einer Abiturientenquote, gerade bei den türkischen Migranten oder Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, von 18%. Das ist eine Steigerung von 900%. Diesen Trend kann man einfach nicht verleugnen. Reden Sie darüber, nein, dass Sie reden 3% darüber, dass der Türken ursprünglich hier die nein, Abitur gemacht haben. Jetzt nicht. Sind es darüber 27%. Rede ich nicht. Warum sagen Nein. Sie denn nicht, dass die Es zweite und gibt, dritte Generation solche Kraftanstrengungen geleistet hat? Gerade die Zahlen zur Sprachstandserhebung belegen, dass sich die Sprache, die deutsche Sprache, immer weiter verfestigt, dass mittlerweile gerade in der Gruppe, die Sie zitiert haben, der türkischen jungen Männer, 84% in der Sprachstandserhebung sagen würden, dass sie gute bis sehr gute Deutschkenntnisse haben. Also auch da widerspreche ich eigentlich Keine Ihrem Gefühl. Zufriedenstellung. Mein Deutschland möchte ich mir von Herrn Sarrazin nicht vermiesen lassen.